bisschen dicht dran, oder? Sollten den Tisch mal nächstes Mal anders hinstellen. Naja, du bist einfach nicht fett. Und Bier steht noch da hinten. Ich weiß. Ist schlecht jetzt. Ja, willkommen zu einer neuen Ausgabe von den Testoleros. Genau, jetzt willkommen zum Jahresrückblick. Des Jahres 2022. Was haben wir gemacht? Bier getrunken hauptsächlich. Was kloppen wir uns denn heute in die Binde? Nein. Kann ich lesen. Musst du mich immer bloßstellen hier, sag mal? Kipp mal ein. Mann, Rico, Alter. Das ist ja peinlich, Mann. Prost. Na, sag mal, wir sind Biersommeliers. Wie lange schnacken kommen nach? Wir sind Biersommeliers, habe ich gesagt. Also, ich kann ja mal unsere Gewinner von diesem Jahr einfach mal hinstellen. Das kannst du mal machen. Wir haben ja nun alles da. Boah! Mann, was soll denn das, ey? Wir testen heute wunderbare Oberbräu Hell. Unser Helles ist mild, süffig und vollmundig. Prost. Och, guck mal, guck dir das an. Enrico hat extra eine Ausbildung für gemacht, deswegen kann ja nicht so gut. Kurz sagen, mild, süffig und vollmundig. Ah, hast du gelesen? Nee. Beim Bier ist es hier. Ja, Wahnsinn, Mann. Das ist der Peter. Der Peter, der kommt später. Warum das denn? Weiß ich nicht. Das ist ein Deutscher, der kommt nicht so spät. Die Heidi und der Peter. Ja. Warum liegt nicht Stroh hier? Empfehlung. Ja, genau. Also das könnt ihr auch gerne mal trinken. Ja. Das ist in Ordnung. Gönnt's euch. Also man kann feststellen, Mönchshof hat auf jeden Fall gewonnen, wenn man hier mal von der Brauerei aussieht. Oh ja, definitiv. Vier Stück stehen hier. Viermal Mönchshof, genau. Immer Wernesgrüner, was wir unbedingt noch mal testen müssten, ob das überhaupt so hinhaut, dass das überhaupt stehen darf. Auspacken oder wegpacken? Oder zehn packen? Hinpacken? Mache ich später, ja. Betrachten wir mal nüchtern. Wie will denn das gehen? Keine Ahnung. Wo es nun mal gesagt war. Inkippen. Ja, ja, ich mach das. Die Red Sonja, der rote Baron ist das. KP1. Ja, man muss dazu sagen, dass wir innerhalb des Jahres, im Laufe des Jahres ja unsere, soll man sagen, unsere Testliste, unser Protokoll genau, jedes Mal angepasst haben. Und ja, da kann es dann schon mal sein, dass sich da das eine oder andere ändern wird. Genau, das testen wir auf jeden Fall nochmal, wir haben es grüner. Ja, also das hatten wir relativ am Anfang, ne? Also ganz besonders stolz bin ich auf, das, auf den Bernauer Torwächter. Sehr schön. Das ist der Bernauer Zepter. Das musst du so tragen. Endlich mal ein Bier aus der Region, was richtig gut schmeckt. Was richtig gut schmeckt. Gold, ein hervorragendes Bier von ritterlicher Qualität, bewahre es gut und schütze es vor gierigen Dieben. Oh yes! Bernauer Torwächter. Wunderbar. Sehr, sehr, sehr lecker. Also meine Lieblingsbiere sind jetzt. Also das werde ich mir auf jeden Fall noch holen. Da muss ich aber gucken, wo man das am besten Edeka kriegt. Edeka, ja. Cool. Also Telle. Mönchshof Hell, ey. Traditionsreiche Bierspezialität. Grobruf? Na. Nicht, dass du gleich hier durch die Nase ziehst hier. Ich möchte auch was von haben. Golden in der Farbe. Sieht sehr gut aus. Hoch vergoren und durch die feine, zurückhaltende Hopfung besonders mild in mir Schmack. Mann, ey, das ist ja lecker. Das ist ein Kollege empfohlen. Schönen Gruß an Herrn Ruß. Den grüße ich auch. Ein hervorragendes Bier von ritterlicher Qualität. Bewahre es gut und schütze es vor gierigen Dieben. Welchen es nach diesen hervorragenden Hopfen angerüstet. Das Winterbier, das kriege ich momentan ja nicht. Ja, da fangen wir ja im Dezember mit an. Da gibt es noch ganz tolle Sachen. Das Weihnachtsbier von Mönchshof. Zeig mal, wie sieht denn das aus? Alles schön, alles leuchtet. Ich finde es cool. Auf die fröhlichen Weihnachten. Der zieht sich.
So, wahrscheinlich noch ein Jungfräulchen. Prost Weihnachten. Na, endlich. Auf Santa und auf dem Mönchshof natürlich. Wie ein Goldbier von Mönchshof. Liebe Mönche, ihr habt's drauf. Mönchshof hat's echt drauf, ja. Das ist gut. Und der Dittmarscher, weil es so eine kleine Flasche ist. Und vor auf Arbeit gibt's laufen kann. Ja, natürlich. Mal kurz aufmachen. Kannst nichts verkippen, wenn umfällt, kann ich rauslaufen. Also es ist ein perfektes S-Bahn-Bier. Top S-Bahn-Bier. Weil wenn du ein bisschen länger brauchst, für 5 Minuten, ja, dann wachst du zu und gehst in eine andere Bahn. Fertig. Ja, du stellst es unten hin. Wie oft ist das passiert? Man fährt mit der Bahn. Wie oft ist das dann passiert? Nein, wie oft ist das denn passiert? Also seitdem ich keine Bahn mehr fahre, nicht mehr, aber. Wobei das ja eigentlich auch Quatsch ist. Bei so einer kleinen Pulle, so ein Verschluss. Ich finde das nicht. Ich finde das kein Quatsch. Ich finde das gut. Das bei mir mit so einem Verschluss ist ja top. Du ziehst doch sowas in einer Minute weg. Naja, da braucht man doch hier so einen Verschluss. Ich bin doch nicht andere. Oder bei der Arbeit zum Beispiel, wenn einer kommt, musst du schnell schließen. Ja? Bringst du schnell auf. Pause. Oh, der Chef. Moin. Ich finde das Mönchshof Original und das, den Bernauer Torwächter mit am besten. Wirklich gut. Die kaufe ich mir jetzt auch immer. Da investiere ich mein Geld. Mönchshof Original. Hop off. Bin nicht so gierig. Oh, 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 oh. Das war verschüttet? Ey. Die Farbe ist top, schön klar. Prost. Ein hervorragendes Bier von ritterlicher Qualität. Bin ja mal wieder begeistert. Ja, ich hoffe, ich geil. Ich hätte nie gedacht, dass Wernesgrüner so gut ist. Ja, ja, das steht da falsch. Das kann ich sehen. Also testen wir doch mal. Und ansonsten war ich generell von Mönchshof überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass die Biere so gut sind. Also, dass sie mir so gut schmecken. Alter, ich glaube, ich spinne, ey. Die Schürze um. Ich dachte, du grillst jetzt. Nein. Du drehst die Wurst um. Ah. Beante. Mönchshof Landbier. Mild, würziges Landbier. Gebraut nach dem bayerischen Reinheitsgebot. Ja, wenn die Mönche was drauf haben, dann ist das saufen, oder? KKP1. Na, sag mal, was ist damit? Die brauchen wir jetzt nicht. Genau. Prognose für Land. Geht nicht. Land. Schöner Schau. Jetzt dürfen wir halt endlich probieren. Ich verduschte hier. Zum Wohl. Prost. Das ist wahrscheinlich das beste Bier, was wir bis jetzt getestet haben. Siehst du? Haha. Das kann ja nie sein. 5. Haha. Super. Was rein, okay. Empfehlenswert, okay, sauft das mal. Sehr lecker. Was können wir noch sagen über das Jahr 2022? Wir haben ja unter anderem, du hast ja Pakete verschickt. Ja. Probierpakete. Ja. Wir sind doch alle angekommen. Das ist sehr schön. Möglicherweise. Also ein paar Kommentare habe ich ja schon gesehen. Mhm. Und ein schönes Video. Genau. Ihn mal das Video vom, von den Bierprobierern, leider ohne Ralf, der war gerade kam. Ja, ich hoffe, ihm geht's besser. Nehme ich da an. Hoffen wir beide. Na klar. Ansonsten, das von Biervergleich, das kommt noch. Die fangen an mit dem Mord und Totschlag. Jens, Enrico, Bier. Küritz an der Knatter. Flüssigkeit. Nicht vom Glas oder so, sondern von dem Mädchen hier. Oh. So, jetzt dürfen wir einen Schluck nehmen. Ah, ui. Boah, das ist ja, als wenn man herben Kaffee trinkt. Also herb ist das nicht. Ich bin zwar Biertrinker, aber das ist schon. Das ist halt so der Warmduscher. Ein herb. Ach Quatsch, das ist ein herbes Bier. So ein Schattenparker. Ja. Ich bin ja so der gefühlsvolle, der leidenschaftliche Typ. Es versüßt den Tag und macht aus einem beschissenen Tag noch einen relativ guten Abend. Die Neuzeller, also Schwarzbierbrauen, haben die drauf. Ja, jetzt bin ich auch die Erträgen. Die Erträgen. Wahrscheinlich bunt. Das Allerwichtigste am Bier trinken ist, dass ihr den Kanal hier abonniert. Ja, bin ich auch mal gespannt auf die Reviews. Mal sehen, was die sagen. Schauen wir mal. Was ansonsten gut ankommt bei den Zuschauern jetzt offensichtlich ist, wenn Enrico Süßströming ist. Hm. Boah, Mundgulli, Junge. Boah.
Oh, kriegst du nie wieder raus. Das ist jetzt ein Teil von dir. Alter! Dreh mal weg die Scheiße. Alter! Oh, ist das abartig. Ey, nie wieder. Das ist ein ekelhafter Bengel. Hier, Alter. Stinkt hier überall noch. Ja, überall, ja. Das Desinfektionstücher brauchen wir. Das reicht nicht. Oh ja. Was haben wir noch gemacht? Außer Bier getrunken und komische Sachen gegessen? Wir haben dieses Jahr... Insekten haben wir gesnackt. Ja. Besoffene Insekten. Das sind genau. Angeschwipste Insekten. Wurmwasser heißt es. Wodka mit Crunch. Also... Hast du ihn? Hast du ihn? Kaust du gerade? Hm. Knallt aber auch gleich ruhig. Ja. Ja. Na, crunchy ist das nicht? Mm. Boah! Ach Gott, sind wir alle drei genommen. Ah, ey. Also eine hervorragende Idee, finde ich. Das ist echt gut. Die Idee finde ich wirklich gut. Grüße gehen raus an Snack Insects. Snack Insects machst du auch bei Facebook und Instagram, ja. Wir haben dieses Jahr ein bisschen über die Hochs und die Tiefs in den Nachrichten gesprochen. PayPal sperrt wieder Konten. Und zwar vor allem entweder zufällig oder bei Leuten, die halt nicht so gern gesehen sind. Berlin veröffentlicht Zahlen über Plagiate bei Doktorarbeiten. Es wurde dafür bezahlt, es wurde halt nicht selbst gemacht. Ne? Meinst du? Ja. Die Grünen natürlich. Ein Senator ist mal wieder gegen Privatautos und Einfamilienhäuser. Impfnebenwirkungen, jetzt dämmert's. Prozente der Covid-Intensivpatienten stimmen natürlich auch nicht. Lauterbach warnt vor Hitzewelle, die es nicht gibt. Transfrau schwängert im Frauengefängnis zwei Mithäftlinge. Dann gibt es wieder die Sache mit den pathogenen Mikroben auf Masten. Impfpflicht verschärft, Hebammen Notstand in Bayern. Ja. Gestern länger Hände waschen, heute kürzer Hände waschen. Ganz wichtig, darauf müsst ihr achten. Gasverbrauch per Verordnung, jetzt kommt die Energiepflicht. Auch, ich sag mal so, sind ja auch nicht alle Videos was geworden, ne? Ja. Ich erinnere nur an das Hasseröder Hell. Ja, das Hasseröder Hell haben wir dreimal getestet. Ey, wahnsinn brutal, ey. Das hat uns echt verfolgt, ey. Das schmeckt ja nicht schlecht. Ja, schlecht also ist es nicht. Schon. Aber irgendwann mal Schluss, ja. Ja. Das grandiose Hasseröder Hell zum dritten Mal. So, nee, ich will das wegpacken. Wie sieht das aus? Bitte lass mich das wegpacken. Wie sieht das aus? Also im Gegensatz zum Original Hasseröder. So. Ja, das kann weg. Ja. Also im Gegensatz zum Original Hasseröder sieht es natürlich weniger gut aus. Ihr habt das nicht mal einen vernünftigen Kronkorken für. Die Henne. Dieses komische Rattenvieh, das hat sich auf jeden Fall verschlechtert. Ja, sieht aus wie eine dicke Taube. Ja, sieht sehr gut aus. Ach, schmeckt schon gut, also kannst du ihn meckern. 17. Nee, 18. 18. Jetzt zähle ich 16, Alter. Ey, Mann, hör auf jetzt. 1, 2. Also, hast du da hell hinter... mal ausprobiert. Yes. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Ja. Vielen Dank. Rutschst du drin, aber nicht zu doll. Frohes Neues, genau. Wir sehen uns im nächsten Jahr, beziehungsweise beim nächsten, zum nächsten, im nächsten Video. Genau. Bis dahin. Prost. Prost. Und macht's gut. Jutschluck. Mhm. Bis demnächst.